Aber ansonsten sind wir hier quasi so ein bisschen am Feiern, weil wir noch nie so gute Gespräche hatten, weil wir eine totale Kehrtwende im Weltrat gemacht haben. Ja, früher war ja unser Anliegen, die ganze Welt zu sanieren und so weiter. Und jetzt haben wir uns darauf beschränkt, haben gesagt, solche Länder wie Deutschland und die anderen Staaten der Erde sind für uns sterbende, unaufhaltsam kaputtgehende Staaten. Alle wissenschaftlichen Daten, da ist der Punkt folgendes: Wir haben noch nie so gute Gespräche gehabt wie jetzt, als wir uns entschieden haben. Wir konzentrieren den gesamten Weltrat nur noch auf ein Ziel. Ein eigener neuer Staat, der circa 8 Millionen Menschen, der vernünftigen Menschen sozusagen, sozusagen und zielen im Moment nur noch auf das eine Ziel ab. Irgendwann Milliardäre zu beraten im Rahmen einer Firma, die typischerweise Milliardäre berät. Solche Firmen gibt es tatsächlich, zum Beispiel Fickgocke Schaumburg. Dann haben wir festgestellt, dass es da ein bisschen mühsam ist, ranzukommen. Und dann haben wir festgestellt, dann haben wir angefangen, mit Headhunter zu sprechen, im Bereich Top-Management. Wir erinnern uns an Winterkorn, 14 Millionen Jahresgehalt bei Volkswagen, bei 5 Milliarden Jahresgewinn. Und dann im Bereich Top-Unternehmensberatungsfirmen. Und plötzlich ist ein riesiges Interesse entstanden. Also die Leute lassen sich von uns genau erklären, warum man wie mit Menschen umgehen muss, sozusagen. Ja, und vielleicht, was ihr ja vielleicht auch noch nicht gegoogelt habt, ich wusste das auch nicht. Man kann also mittlerweile auf den Ozeanen riesige schwimmende, hurrikansichere Staatsgebiete schwimmend bauen. Das ist also technisch angeblich vollständig möglich. Einzelne Staaten wie da in Dubai oder so, die haben auch schon ganze Stadtviertel aufs Meer gesetzt, sozusagen. Energieversorgung mit Wellenkraftwerken und so weiter. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass irgendwelche korrupten Staatspräsidenten sicherlich sich für 30 Milliarden oder was auch immer von einem Teil ihres Staatsgebietes bereit sein werden, sich zu trennen. Daran sieht man jetzt die einzige Chance und die Gespräche, die darüber laufen, laufen sehr, sehr gut. Und zwar ist der entscheidende Punkt, ja, dass wir sagen, früher haben wir bei der Kapitalismuskritik sehr nach oben geschaut. Wir haben geschaut, welche Probleme machen die Reichen in der Gesellschaft? Was machen die alles kaputt mit ihren Konzernen und so weiter? Und dann haben wir ja uns damit beschäftigt, was machen die Niedergangsgewinnlersparten kaputt? Also die Sparten, die Verbrecher, Terroristen, Putschisten und Revolutionäre betreuen und verwalten. Die Sparten, die Armut, Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit und Krankheit und Behinderung betreuen und so weiter. Welche Dynamik entfalten die im Kapitalismus? Und hatten ja dann festgestellt, dass die Elendsverwaltungssparten, die praktisch die gleiche, ja, profitorientierte, karriereorientierte, Boss werden wollende Mentalität haben wie die ganz oben. Und dann haben wir eben jetzt umgeschwenkt und haben gesagt, ja, dann kritisieren wir jetzt mal einfach ganz oben erstmal nicht mehr, denn in diesem neuen Gemeinwohlland wird es ja auch zu einer Änderung für die sogenannten Reichen kommen, weil da wird es dann zum Beispiel einen Rewe Gemeinwohl geben und der Rest wird dann heißen Rewe Welt. Und dann wird es geben, was weiß ich, Alnatura Gemeinwohl und Alnatura Welt. Und in Alnatura Gemeinwohl und Rewe Gemeinwohl wird er gemessen nach dem Prinzip, je gesünder sich die Kunden entwickeln, desto mehr staatliche lenkende Verdienstzuschüsse. Ja, also wir halten ja dieses Prinzip, Gemeinwohlprinzip, dass nur diesen Aspekt von Planwirtschaft für sinnvoll, dass wir belohnen für Gutes tun und für ungiftige Nahrung und so weiter. Dafür gibt es dann Belohnung. Und
Und das Tolle ist also wirklich, dass die Gespräche so laufen, dass viele, ich habe jetzt 11 Gespräche mit Headhuntern und anderen Wirtschaftstopleuten. Übrigens, es kennt ihr die, du kannst ja mal nicken, die Baumarktkette Obi. Ich hatte zum Beispiel eine Stunde Gespräch mit den früheren, der ist jetzt Headhunter, früheren Chefs Obi Europa, Vorgesetzter von 50.000 Mitarbeitern gewesen, über viele Jahre hinweg. Der hat sich jetzt selbstständig gemacht und ist Headhunter und so weiter. Und diese Leute sind begeistert, wenn sie erfahren, dass wir jetzt zum ersten Mal die Menschen richtig verstehen. Und zwar diese Tatsache, dass Menschen, auch egal ob sie im Unternehmen leben oder in der Sozietät, also Sozietät ist der Begriff, egal ob die Sozietät Firma heißt oder Staat. Es ist völlig egal. Menschen sind immer gleich, egal in welcher Sozietät sie sind. Und alle Menschen wollen sich nützlich machen für ihre Sozietät, so wie der Arzt sich ja auch bewusst nützlich machen möchte für die Sozietät. Aber Menschen können das nicht. Weil Menschen, ohne eine bestimmte Struktur zu haben, die verhindert, dass sie sich auch durch Schädigungen anderer Profite verschaffen, sozusagen durch die Mutationen im Gehirn, Zentralirrtümer sich entwickeln. Und wenn diese Zentralirrtümer dazu führen, dass sowohl im Staate als auch in der Firma man anfängt, eigene Vorteile zu haben auf Kosten der Gesamtsozietät, dann geschieht das und es ist durch nichts aufzuhalten, außer wir stellen wieder eine Struktur her. Und ihr wisst ja, dass ich der Meinung bin, dass der Mensch vor 400.000 Jahren die Struktur einer Gruppenfamilie hatte, also eine Bonobo-Struktur. System hatte, in dem eine Schädigung der Mitmenschen in der Gruppe nicht möglich war, erfolgreich durchzusetzen und dabei wirklich zu profitieren. Beispiel war ja, dass man dann zum Beispiel die eigenen Kinder vergiftet, während im Kapitalismus man ja fremde Kinder vergiftet mit der giftigen Nahrung, die man im Supermarkt verkauft. Ja? Und da ist jetzt der entscheidende Punkt, dass das, diese ganzen, ich habe geredet mit Leuten, die wissenschaftlich gearbeitet haben in Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, und die sagten, ja, ihr scheinbar beim Weltrat offensichtlich das ungelöste Problem des Gegeneinanderarbeitens in Sozietäten gelöst zu haben. Ihr wisst, welche Struktur man etablieren muss, damit dieses Gegeneinander, also im Staate, Menschen vergiften und davon profitieren, ja, nicht mehr geht. Und ja, also insofern muss ich sagen, am Montag habe ich um 12 Uhr meine 12. Prüfungsgespräch, weil ja diese Headhunter immer so prüfen daraufhin, weil sie müssen ja quasi einer Firma jemanden als Manager empfehlen. Ja? Und so haben wir gesagt, wir gehen ruhig mal ein, zwei Jahre ins Management. Dadurch lernen wir dort Großaktionäre kennen. Wir kommen in Kontakt mit diesen Milliardärsberatungsfirmen. Wir kommen in Kontakt mit Milliardären. Und so kriegen wir auf dem schnellstmöglichen Weg einen Milliardär. Übrigens, das vielleicht für euch noch abschließend interessant. Es gab schon 6 Milliardäre, die an Staatsexperimenten gearbeitet haben. Noch ohne Erfolg, weil sie ja das Gemeinwohlland-Konzept nicht hatten. Und es gibt eben wenn ihr mal googelt, Sealand, ja, also diese schwimmenden Staatsmodelle, das ist tatsächlich ziemlich ausgereift. Also wahrscheinlich so, dass es wirklich perfekt schon machbar ist. Ich war ganz erstaunt, was es da alles schon gab. Und ihr wisst ja, dass solche Leute wie Elon Musk natürlich auch darüber nachdenken, eben irgendwie dann den Weltraum zu besiedeln und so weiter. Und wir konzentrieren uns jetzt darauf, wir wollen auf der Erde einen eigenen kleinen Staat der 8 Millionen, ein Paradies, und alles andere halten wir mittlerweile mit guten wissenschaftlichen Argumenten nicht mehr für möglich. Erstmal so weiter. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich schon quasi 11 Top-Gespräche mit Wirtschaftsvertretern und Headhuntern und so weiter ge gehabt habe. Und die
Da habe ich zwei Vorträge. Also ich habe einen Vortrag, der gezielt quasi, wir haben so im Weltrat so ein 10-Stunden-Beratungspaket für Milliardäre geschnürt, anlässlich der Sendung. Ich weiß nicht, ob ihr sie zufällig gesehen habt, am 12.12. ZDF, Mediathek, könnt ihr jederzeit googeln, die geheime Welt der Superreichen, das Milliardenspiel, Gespräche mit 6 Milliardären und wie die wirklich denken und fühlen und so weiter. Und ich würde mal vorlesen, ein paar Sätze aus meinem Vortrag zum Thema Top-Management und Top-Unternehmensberatungstätigkeit. Die Mitarbeiter im Staate, genauso wie in der Sozietät Firma, möchten sich nützlich machen, zum Beispiel für die Sozietät Firma, genauso wie die Arbeitsamtmitarbeiter, Sozialarbeiter, Polizisten, Ärzte, Supermarktleiter und so weiter, sich nützlich machen möchten für die Sozietät Gesellschaft. Aber sie können das nicht, weil sie Menschen sind. Menschen können das nicht. Warum? Weil Menschen genauso gleichgültig ihrem Körper ist, welche Mutationen und Variationen im Genombereich, also der Summe aller Erbinformationen, stattfinden, von denen wir auch wissen, dass ganz viele davon schädliche Mutationen sind, also keine mit Chancen für eine Zukunft, sondern das meiste einfach nur Flop-Mutationen sind, ja. Und genauso haben wir im Gehirn die schreckliche Eigenschaft von Menschen, dass der Mensch ständig mutiert bei seinen Ideen, und zwar Wahrheitsideen entwickelt und Irrtumsideen. Und beide, jetzt kommt das Entscheidende, der Mensch hält immer beide seiner Mutationen für die Wahrheit, ganz egal, ob es sich faktisch um eine Wahrheit handelt oder faktisch um einen Zentralirrtum. Er hält den Zentralirrtum genauso für eine Wahrheit wie die tatsächliche Wahrheitsidee, die er gewonnen hat. Und genau das führt dann zwangsläufig dazu, dass in jeder Sozietät sozusagen, in jeder Sozietät, der Mensch denkt, er würde sich nützlich machen für die Sozietät, aber wenn ein Zentralirrtum tatsächlich erlaubt, dass ich Vorteile auf Kosten der Sozietät erzielen kann, dadurch dann sogar mehr eigene Kinder in die Welt setzen kann, mehr Nachwuchs reproduzieren kann, die dann eben in den gleichen Beruf gehen. Man kennt den Arztsohn, der auch Arzt will, oder in der Firma, die Menschen, die schon immer bei Daimler gearbeitet haben und deren Kinder jetzt auch bei Mercedes-Benz, Daimler und so weiter arbeiten, ja. Und dann am Ende sozusagen, wer es schafft, durch einen Zentralirrtum teilweise die Sozietät, in der er lebt, auszuschlachten, dadurch aber selbst mehr Kinder ernähren kann und mehr Kinder in die Sozietät einbringen kann, der hat in der Evolution leider einen Vorteil. Und Öffi hat das ja eben schon richtig angedeutet, dass in den früheren Natursozietäten Mechanismen herrschten, die dieses Gegeneinanderwirken in der Sozietät gemäßigt hatten, unterbunden hatten. Ich erinnere nochmal an unsere Parallelart Pampaniscus Bonobo, in der ja nur deswegen die Männer im Gegensatz zu allen anderen Affen nicht die Kinder anderer Männer töten, weil sie nämlich gar nicht wissen, welches Kind genetisch von ihnen ist. Da die Frauen ja bei den Bonobos mit allen Männern Sex haben und mit allen Frauen, nebenbei bemerkt, aber vor allem mit allen Männern Sex haben, ist es so, dass die Männer nicht erkennen können, ist das jetzt mein genetisch
eigenes Kind oder ist das jetzt von das von meinem Vater oder Bruder oder Neffen oder Onkel oder Großvater? Und das können die dann nicht mehr unterscheiden in der Bonobo-Sozietät, weswegen sie alle nicht in der Lage sind, minderwertige Nahrung den Kindern und den Frauen zu schenken, denn sie würden ja damit potenziell ihr möglicherweise ihr einziges genetisch eigenes Kind auch vergiften, sodass durch diese Struktur, diesen Strukturrahmen sozusagen, letztendlich die Bonobos gezwungen sind, diese Schädigung der Sozietät zu unterlassen. Und insofern, ich kriege gerade die Nachricht, falls es nachher abbricht, ich habe dir noch einen zweiten Link geschickt. Wenn es in Viertelstunde abbrechen sollte, machen wir einfach den zweiten Link auf, ne? Okay. In der E-Mail. Denn manchmal unterbricht Google, manchmal unterbricht es nicht. Ne? Ich habe nur gerade eine Nachricht bekommen. Aber jetzt, um die Gedanken noch zu Ende zu machen. Also das heißt, bewusst wirken die Mitarbeiter in der Sozietät Staat, genauso wie in der Sozietät Firma, für das große Ganze. Nicht bewusst, aber gegen das große Ganze, aber für die eigene Gehaltserhöhung, die eigenen Karrierechancen oder auch nur für die eigene Erholung oder Fortpflanzung, Sexualität in der Firma, im Staat, in der Behörde und so weiter. Um so nützlich zu sein für ihre Sozietät, wie die Mitarbeiter das wollen, brauchen sie unbedingt Hilfe. Bei dem menschenähnlichsten Pampaniskus sorgt eine ganz bestimmte Struktur dafür, die ich ja gerade eben geschildert habe, dass sie sich tatsächlich überwiegend nützlich machen können für die Sozietät. Und vor 400.000 Jahren hatten auch wir Menschen eine solche Struktur. Aber alle heutigen Sozietäten haben solche ähnlichen, aber unbedingt notwendigen Strukturen nicht. Und ohne solche Strukturen geht es eben mit Hauen und Stechen los, nämlich wie bei den Löwen, wo die Löwenmänner andere Löwenmänner töten und dann die Babys töten, deren Babys töten, weil da dann eben keine stabilisierenden Strukturen vorliegen. Ja, und diese Strukturen können sie eben nur bekommen durch den neuen Typ des sehr viel besseren Top-Managers als der klassische Winterkorn-Typus, und den gibt es bis jetzt nur in Form dieser Professoren des Weltrates und dieser Leute. Und das ist das, was jetzt gerade eben sehr gut ankommt und sehr auf sehr großes Interesse stößt. Ja? Das heißt, dieses Prinzip, das Öffi richtig nennt, das Belohnen fürs Gute tun, wobei er sich ja wünscht, es möge auch ohne das gehen. Aber jetzt noch komme ich noch mal zum Schluss zu dem Ausgangspunkt, Öffi. Dazu müsste aber der Mensch die Eigenschaft haben können, seine Zentralirrtümer, die er ja fälschlicherweise genauso für die Wahrheit hält wie seine Wahrheitsideen, die müsste er ja erkennen können als Zentralirrtum. Dann könnte er aus seiner Verantwortlichkeit heraus das Richtige tun. Und wir beim Weltrat sagen, das kann er nicht, weil er ja gar nicht unterscheiden kann zwischen einem Zentralirrtum, den er für die Wahrheit hält, und einer Wahrheit, die er für die Wahrheit hält. Weil er beides für ganz egalitär sein Gehirn für Wahrheit hält. Und dadurch brauchen wir diese Struktur, in der er sich ins eigene Fleisch sozusagen schneidet, wenn er nicht sozusagen wirklich stringent der Sozietät Diener wird, sozusagen. So wie bei unserem System, Gemeinwohlsystem, ja auch der Politiker zum Diener der Bevölkerung werden muss, weil er sonst abgewählt wird. Und da kann es dann, ist es uns dann nämlich egal, ob er seine Zentralirrtümer durchschauen kann oder nicht durchschauen kann. Der die wenigsten Zentralirrtümer hat,
der wird einfach im Gemeinwohlland automatisch der Erfolgreichste. Und das ist genau das Prinzip, was wir haben, dass wir sagen, es wäre schön, wenn es der Mensch so verantwortungsbewusst sein könnte, wie Öffi sich das wünscht, aber leider macht er das nicht. Ich habe ja vorhin ganz am Anfang, ihr erinnert euch vielleicht, da habe ich ja gesagt, dass wir einfach jetzt aus taktischen Gründen, obwohl wir ja als Kapitalismuskritiker sowohl die ungeheure Schädlichkeit der Großkonzerne sehen, wir gehen ja sogar so weit, dass wir sagen, dass die Automobilindustrie durch ihre nicht bewussten Partnerschaften mit den Fernsehsendern mit dazu beiträgt, dass die Menschen im eigenen Hause mit den Nachbarn nicht mehr in Kontakt stehen, weil nämlich der Mensch ja gebraucht wird als Konsument von Autos und deswegen seine wenigen Freunde in Hamburg und München besuchen soll quasi, und dabei maximalen Autokonsum an den Tag legen soll, sozusagen. Aber aus taktischen Gründen haben wir halt gesagt, wir können nicht erwarten, dass ein Milliardär in unserem 10-stündigen Milliardärsberatungspaket sozusagen sich entscheidet, an die Presse zu gehen und zu sagen, er startet diesen neuen Staat der 8 Millionen, egal mit welcher Technik, und er teilt dafür auch an eine Beratungsfirma einen Großauftrag, die soll eruieren, mit welchen Konditionen und so weiter und mit welchen Kosten zu rechnen ist bei diesem neuen Staate des Gemeinwohllandes und so weiter, wenn wir gleich als erstes oben kritisieren, sondern ich will jetzt mal ein paar Minuten zeigen, wie ich eröffne, damit ich sozusagen den Milliardär nicht gleich abschrecke, sondern erst einmal ein Bewusstsein schaffe, für die Seite. Und zwar jetzt für das, was wir ja die Niedergangsgewinnersparten und Elendsgewinnersparten, ähnlich den Kriegsgewinnersparten, also den Waffenkonzernen und so weiter, wie wir das machen. Also ich beginne jetzt klassischerweise meinem Milliardärsberater, auch das habe ich ja gegenüber Wirtschaftsleuten schon mehrfach durchgespielt, ne? Beginne ich damit. Erstens, lieber Milliardär, also ihr seid jetzt mal, müsst euch mal versuchen, reinzudenken in die Rolle des Milliardärs, ist für euch bestimmt nicht leicht, aber mal vorstellen. Ein Wirtschaftswissenschaftler hat das mal so schön gesagt, der hat mir ein Ferrari-Beispiel genannt. Der hat gesagt, wenn ich in den USA mit Ferrari an die Ampel fahre, dann kann es mir passieren, dass einige Leute den Daumen hoch machen und sagen, oi, guck mal, der hat was erreicht im Leben, jetzt kann er sich so ein Spielzeug leisten, sei ihm gegönnt und so weiter. In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit eher, dass vielleicht jemand mit dem Schlüssel einen Kratzer in die ganze Seite reinmacht, so jedenfalls, wenn der Ferrari irgendwo steht. Und sozusagen eher eine Stimmung des Hasses gegenüber den kapitalistischen Ausbeutern da oben oder den, wie es bei den Rechten ja heißt, wir müssen endlich diese jüdischen Weltverschwörer, diese jüdischen Reichen da, die müssen wir töten, oder diese Satane, wie hat mir eine Frau letztens gesagt, müssen wir töten, dann wird die Welt besser. Ne? Und jetzt aber, woher kommt der Stimmungsunterschied zwischen Deutschland und den USA? Ja, liebe Milliardäre, das kommt daher, dass wir in Deutschland mehr Personal prozentual als in den USA haben, die im Arbeitsamt arbeiten, die als Sozialarbeiter arbeiten und ähnliches, ja. Und diese entwickeln in ihrem Gehirn, weil ja das Gehirn mutiert, ohne Unterschied, ohne Fähigkeit zu unterscheiden zwischen diesen vorhin schon von mir genannten Wahrheitsideen, die das Gehirn als Mutationen entwickelt, genauso wie die Zentralirrtumsideen, die das Gehirn als Mutationen entwickelt, dass eben diese Arbeitsamtmitarbeiter, Sozialarbeiter, Polizei und all diese Industrien, die in der Verwaltung von Krankheit leben, Pharmakonzerne, aber auch Ärzte und so weiter, Krankenschwestern und alles, ja, dass diese alle ihre Irrtümer
als Mitglieder in die Parteien tragen, in die alternativen Bewegungen tragen. Und dadurch haben wir Stimmungen ähnlich der Roten Armee-Fraktion, RAF. Das heißt, wir haben in Deutschland sehr starke Stimmungen, die einerseits sagen, diese kapitalistischen reichen Ausbeuterschweine, wann fangen wir endlich an, diese Reichen zu erschießen, dann wird die Welt besser. Und die anderen, die sagen, ja, wann töten wir endlich diese jüdischen Weltverschwörer, diese Satane, diese da oben. Ne? Und das führt dann dazu, diese Gedankenwelt, diese Zentralirrtümer, dass der Mensch oben der Teufel sei und der Mensch unten der Gute sei. Und wir als Naturwissenschaftler sagen ja beim Weltrat, nein, alle Menschen haben diese gleiche Schlechtigkeit. Ja? Die da oben natürlich genauso, die täuschen sich auch selber und glauben ihre Zentralirrtümer und vergiften damit die Weltbevölkerung. Aber auch die unten, die sozusagen davon leben, dass die Gesellschaft möglichst viele Arbeitslose aufweist, weil sie die dann betreuen können und selber Karriere machen können, die täuschen sich genauso und sind genauso rücksichtslos gegenüber der Sozietät wie die da oben. Ja? Und deswegen sozusagen kommt es jetzt dann dazu, dass durch diese Ideen erfolgreiche Menschen typischerweise, und das haben wir mit den Daten ganz klar bestätigt gefunden, dass wir in Deutschland, wir haben 10% der Milliardäre sind aus Deutschland schon geflüchtet, wir haben jetzt noch etwa 327 Milliardäre in Deutschland, wir haben weltweit 8000 Milliardäre und wir haben jedes Jahr einen Nettoverlust von 50.000 der klügsten und bestausgebildetsten, leistungsfähigsten jungen Menschen, die Deutschland verlassen und die für diese 50.000, für alles andere kommen auch Leute zurück. Aber für diese reine Nettozahl an 50.000 kommt kein einziger zurück, sozusagen, sodass wir jedes Jahr 50.000 der Intelligentesten verlieren ans Ausland, für die kein Vergleichbarer zurückkommt. Ne? Und dieses Vertreiben von Erfolgreichen, diese anzutreiben zur Flucht aus Deutschland, das führt automatisch volkswirtschaftlich dazu, dass ja das Vermögen und die Arbeitsplätze dieser Erfolgreichen dann fehlen hier in Deutschland. Und dadurch kommt es zu etwas mehr Arbeitslosen und damit Kundschaft für die sogenannten Niedergangsgewinner und sozusagen Elendsverwaltungsindustrien, wie wir sie nennen. Ne? Und das ist der Mechanismus. Also quasi die Niedergangsgewinnersparten sind sehr zahlreich, prozentual zahlreicher als in den USA, verbreiten die Idee, dass alle Erfolgreichen schlechte Menschen seien, alle anderen gute Menschen seien. Das kommt ja auch in dem Proletarier aller Länder vereinigt euch. Der Kapitalist ist also das Schwein und der Proletarier ist der Held. Ja? Das ist diese Idee, die aus den Niedergangsgewinnersparten kommt. Dadurch flüchten dann die Erfolgreichen, das Land wird ärmer und die Niedergangsgewinner und Elendsverwaltungssparten profitieren durch mehr Obdachlose, Arbeitslose, Arme, Kranke, Behinderte, Verbrecher, Terroristen, Putschisten und Revolutionäre. Und das ist der eigentliche Grund, warum dieser Stimmungsunterschied zwischen USA und Deutschland herrscht. In Deutschland haben wir einfach eine unheimlich große Zahl an Personen, die in diesen Bereichen arbeitet. Weswegen es ja übrigens auch zu dieser Herrschaft der Pharmakonzerne kam. Wir haben einfach unheimlich viele Menschen, die im Gesundheitssektor ihren Profit machen. Und diese transportieren alle ihre Zentralirrtümer, dass der Mensch nicht überleben könne ohne die Impfungen der Impfindustrie. Und insofern, alles was groß ist und viele Menschen hat, ist in einem Staat allmächtig, weil das die, wie Murphy sagen würde, die
größere Zahl an Megafonen zur Verfügung hat, um ihre Zentralirrtümer auszustreuen. Ne? Und ja, und das bedeutet also sozusagen, liebe Milliardäre, jetzt komme ich wieder auf die Milliardäre zurück, dass für sie in Deutschland, in einem Land, in dem die Niedergangsgewinnerstaaten jeden Tag mehr werden, zahlreicher werden, keine Zukunft ist. Sie müssen, so wie die Juden damals zu spät geflüchtet sind, soll es ihnen nicht passieren, dass sie jetzt auch zu spät flüchten. Gründen sie ihren eigenen Staat, investieren sie in ihren eigenen Staat der 8 Millionen Vernünftigen der Erde, bevor es zu spät ist. Ja, so viel mal so ein kleiner Ausblick, natürlich ein bisschen chaotisch jetzt, aber so ein kleiner Ausblick meiner ersten Minuten meines Kurses zum Thema Milliardärsberatung. Ja, denn mit dem Ziel, dass der, am Ende ein Milliardär sich tatsächlich dafür entscheidet, zu sagen, ich beauftrage eine Firma mit der Eruierung der Gesamtkosten, und ich informiere die Presse, dass ich daran arbeite, diesen neuen Staat, das Gemeinwohlland, zu starten und zu finanzieren. So, das ist das, was wir halt auch glauben, dass es zumindest für die Denkwelten, in denen sich der Milliardär befindet, nicht so weit entfernt ist, das, was wir ihnen anbieten, sondern dass er sozusagen da eventuell damit gehen kann, dass er, wie Öffi richtig sagte, was es für ein ungeheuer volkswirtschaftlicher Unterschied ist, ob man bis wie bisher Profite durch Schädigung macht und dabei riesige Kosten und Verluste entstehen in einem Staat, oder was halt für ein ungeheuer aufblühende Landschaften entstehen können, wenn man nur noch Geld bekommt für Gutes tun, also für Dinge, die anderen Menschen nachweislich gut tun. Aber der Punkt, also wo einfach dieser Unterschied ist, ist halt der, dass wir sozusagen ja sagen, es wird zum Beispiel viele Ärzte, die heute zum Beispiel jetzt mal, sage ich mal, hartnäckigst an, die daran glauben, dass Viren allmächtig sind und dass der Mensch ohne Impfung eigentlich gar nicht lebensfähig sei. Ne? Egal wie er sich ernährt, ob er sich gesund ernährt oder mit diesem krankmachenden Müll ernährt und so weiter. Da ist eben der Punkt, da wird es Ärzte geben, die noch jahrelang im Gemeinwohlsystem sozusagen in der Rangliste ganz unten sich finden und dann sagen, es geht doch eigentlich nicht, ich habe doch recht, also eigentlich nicht doch oben sein. Also die so hartnäckig sich an ihre Zentralirrtümer klammern werden. Aber nach einigen Jahren würde dann so jemand sagen, ja hoppla, jetzt finde ich mich seit Jahren am Ende der Rangliste, habe ich vielleicht doch falsche Ideen im Kopf, vielleicht muss ich doch nochmal neu studieren und gehe mal in die Schule zu jemandem, der in der Rangliste aller Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften im Gemeinwohlland ganz oben steht und laufe da mal mit und versuche da mal zu lernen und dann kommt es vielleicht, oh Wunder, zu einer Aufgabe von bestimmten Zentralirrtümern, aber für uns im Gemeinwohlland ist einfach entscheidend, es wird einfach Menschen geben, die haben von sich aus bringen etwas weniger Zentralirrtümer mit und andere bringen mehr Zentralirrtümer mit. Und die, die etwas weniger Zentralirrtümer mitbringen, die werden die größte Gesundheitsförderungswirkung bei ihren Kunden haben, also bei den Menschen, die sich ihre Hausarztgesundheitsgemeinschaft ausgewählt haben. Und dann sozusagen, je gesünder sich diese Menschen da entwickeln, desto mehr kriegen die staatliche denkende Verdienstzuschüsse, die Hausarztgesundheitsgemeinschaft, und desto mehr stehen sie in der Rangliste, die jede Woche neu an der Haustür veröffentlicht werden muss, der Rangliste der umliegenden Hausarztgesundheitsgemeinschaft sozusagen, wo sie dann ganz oben geführt werden und so weiter, so dass jeder sozusagen, dass wir dadurch eine Evolution hinkriegen zu den Hausarztgesundheitsgemeinschaften mit zunehmend weniger Zentralirrtümern in den Köpfen. Und wir werden aber den Einzelnen
werden wir nie, vielleicht nie erreichen. Es wird vielleicht den einen oder anderen Arzt geben, der so verstockt ist, dass er sagt, auch jetzt stehe ich zwar in der Rangliste ganz hinten, aber ich habe trotzdem recht. Das wird es wahrscheinlich geben. Aber das spielt dann zum Glück, kann der dann wenig Schaden anrichten, weil die Patienten von ihm wegwandern zu denen, die in der Rangliste oben sind. Ja? Also insofern ist bei uns also der Glaube, dass Menschen auch sich reflektieren können, sehr gering. Aber im Gemeinwohlland wird es trotzdem eine Entwicklung zum Positiven geben. Ja, und es ist so viel also quasi heute, dass ich. Wenn ich werde mich wieder melden, wenn es mal wieder sowas ganz, so eine Riesenkehrtwende vielleicht beim Welt. Oder wenn wirklich das erste Gespräch mit einem Milliardär war und der den Auftrag erteilt hat, bitte, liebe Beratungsfirma, errechnen Sie mir den ganzen Aufwand und die Kosten, was es macht, dieses Gemeinwohlland zu starten. Und dann melde ich mich wieder und so. Aber das ist jetzt unser neuester Stand. Und wie gesagt, am Montag habe ich die nächste Prüfung. Ein Gespräch läuft zurzeit nach dem anderen. Und zum ersten Mal haben wir das Gefühl, das könnte was werden. Ja? Weil bei den Politikern haben wir ja immer gemerkt, wir hatten gehofft, dass wir den Habeck beraten und so. Aber genau genommen, die politische Kaste, da war nicht viel Hoffnung.